I'm calling on behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institute in Stockholm, and I'm happy to inform you that you have received this year's Nobel Prize. För Robert så var det här en stor katastrof. Väldigt stor katastrof. Robert Barany, der erste Österreicher und der erste Otiater, der den Medizin-Nobelpreis bekommen hat. Und man hatte das Gefühl, er bekommt den Medizin-Nobelpreis. Und eigentlich heutzutage denkt man, Medizin-Nobelpreis, damit steht einem die Welt offen. Hans Ära sattes på spel, hans karriär i Wien sattes på spel och hela hans sätt att tjäna pengar till sin familj, att kunna överleva, sattes på spel. Was mich auch sehr, sehr fasziniert hat, ist, er hat immer wieder auch davon geträumt. Wer war eigentlich derjenige oder welche Gruppe von Leuten war es eigentlich, die diese ganzen Plagiatsvorwürfe letztendlich dann wieder ins Rollen gebracht haben? Ich erinnere mich daran, dass er in seinen Tagebüchern aufgeschrieben hat, noch 1929 hat er davon geträumt, den Professor Neumann dazu bringen zu wollen. Sag mir, wer war gegen mich, wer hat das gemacht in seinen Träumen? Ne? Und das war sehr, sehr spannend. Im Sommer 1916 kommt Robert Barany letztendlich frei. Er wird zunächst nach Schweden reisen und über Schweden kommt er dann zurück nach Wien. Jetzt ist es ein relativ junger Nobelpreisträger, gerade mal 40 Jahre alt. Er hat den Krieg überlebt, er hat die Gefangenschaft überlebt. Er hat sogar während der Gefangenschaft eine neue Methode der Versorgung von Schädel-Schussverletzungen entwickelt, also die primäre Wundnaht. Und er kommt dann, ich denke schon, mit sehr viel Energie zurück nach Wien. Er sprüht aber letztendlich vor Energie und dann bekommt er einen Dämpfer. Ami egy olyan hihetetlen rangot ad az orvos társadalomba, hogy minden évben van orvosi Nobel-díj. Nagy volt a választék, és kevés volt a kiválasztott. Barany mag sozusagen in der Wiener Perspektive peripherer erschienen sein als andere Wissenschaftler der Medizin. Ja, also man muss sich fragen, warum hat Clemens von Pirquet für die Entdeckung der Allergie und der Serumkrankheiten keinen Nobelpreis bekommen? Also das ist sozusagen die Perspektive aus österreichischer Sicht auf die Verleihung des Nobelpreises. Ja? Und das mag eine kritische Haltung gegenüber dieser Nobelpreisverleihung in Österreich begründen. Här är två frimärken. De uppmärksammar Baranys Nobelpris. Det svenska frimärket längst till vänster är utgivet 1974. That is the staff of the ENT-klinik in Vienna. I Wien fanns det kollegor till honom som ansåg att han hade stulit material till sin upptäckt av endolymfans rörelser i båggångarna.
Och han blev inte välkommen i Wien. Han sökte en tjänst i Wien och fick den inte trots att han var väl kompetent. Sen bidrog det säkert till att Barany var av judisk börd. Och österrikarna hade inte särskilt höga tankar om den judiska befolkningen. Bécs sok szempontból izgalmas terület, hiszen a polgármestere Lüeger azt mondja, hogy az a zsidó, akit én annak mondok. A másik dolog, hogy az ő intézkedései azért kemény antiszemita intézkedések voltak. Más dolog, hogy Bécs, mint orvosképzőhely, egy rendkívül izgalmas Bárány zsidó volt, és Bécsbe az orvos társadalom nagyjai szintén zsidók voltak. A bécsi orvosi iskolának a meghatározó tagjai, Skoda, Hebra, ezek zsidó származásúak voltak, akik Prágából települtek át Bécsbe. Tehát ebből a szempontból Bárány nem volt idegen. Tyvärr så vet vi väldigt lite om Roberts pappa och mamma och hur de träffades, blev förälskade i varandra och gifte sig. Vad vi däremot vet är ju att de var väldigt olika personligheter. Pappan var en glad person som tog saker och ting ganska lugnt och inte bekymrade sig så mycket. Och mamman, hon var väldigt drivande, hårt drivande. Det är hon som piskar på barnen att de ska uppföra sig väl, att de ska sköta sin skolgång och att de ska välja en bana i livet som är den rätta. Roberts mamma kom från en mycket speciell familj i Prag som hennes pappa hade varit en, man säger, en intellektuell, en privat forskare kan man säga. Där, och i en familj där man liksom hade en hög intellektuell nivå på samtalet och där man ägnade sig åt olika saker. Själv så ägnade sig pappan, som hette Simon Hock, han ägnade sig åt att gå runt på den judiska kyrkogården i Prag och samla in texter som stod på gravstenarna, texter som står på gravstenarna. De texterna, de gravstenarna finns ju fortfarande kvar. Och de var ju då skrivna med hebreiska bokstäver, men på jiddisch. Och samlade ett väldigt stort material som efter hans död först gavs ut i bokform utav hans hustru. Det vill säga att även denna Roberts mamma var en väldigt stark person som lyckades samla ihop det här materialet, se till att någon skrev en lång inledning och fick det publicerat i bokform. Ich denke, Robert Barany ist in seiner Jugendzeit ein Suchender. Er hat eine hohe Sprachbegabung. Ich denke, auch diese Sprachbegabung kommt von Seiten seiner Mutter. Und sie legt letztendlich auch den Grundstein dafür, dass er sich mit vielen Sachen beschäftigt. Er schreibt beispielsweise, dass er sich sehr stark zum Beispiel in der Jugendzeit mit Schopenhauer beschäftigt hat und dann über Schopenhauer liest. Und Theorien von Schopenhauer einfach übernimmt, sondern er sich damit reibt. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Teil seiner Persönlichkeit, dass er immer alles hinterfragt und schaut und er muss etwas für sich entwickeln.
Es muss dann seine Sache sein. Er muss dahinter stehen. Und obwohl natürlich Schopenhauer natürlich ein berühmter Philosoph ist, und man könnte ja auch sagen, ich werde ein Bewunderer von Schopenhauer, ist hier Schopenhauer, Barani kommt und reibt sich dann und möchte für sich etwas herausfinden und seins machen. Seins, meins. Mit Robert hatte man also Råd att låta gå till universitetet i Wien. Och universitetet i Wien, det var ju ett av världens finaste universitet på den här tiden. De hade en riktig storhetsperiod. Och kanske speciellt inom medicin, som ju var det ämne som då Roberts mamma knuffade honom in i, kan man säga. Och när han hade läst bara något år på medicinstudierna i Wien, så var det, fanns det en möjlighet att specialisera sig. Och han ville gärna specialisera sig mot neurologi. Och där fanns då fantastiska föreläsningar av Sigmund Freud. De föreläsningarna följde Robert och blev mycket, mycket imponerad av Freud och ville gärna bli elev till Freud och helst naturligtvis bli anställd som assistent hos Freud. Men Freud tyckte inte att Robert hade de rätta egenskaperna. När man började fråga honom, vad har du för drömmar? Vad tänker du på? Hur reagerar du på olika sätt? Jag är själv inte någon psykoanalytiker, så jag förstår inte alla frågorna. Så svarade Robert på fel sätt. Och Freud har skrivit i sin anteckningsbok att Barani ville bli min assistent, men han är alldeles för konstig. Abnorm till och med. Robert själv har skrivit, och som det som vi inom familjen brukar komma ihåg, nämligen att Robert lämnade Freud och lämnade hans föreläsningar ropande: jag tror inte på det undermedvetna, jag tror inte på det undermedvetna. Und trotz letztendlich dieser Ablehnung von Freud, die Robert Barani irgendwie in einer Art vielleicht auch letztendlich vielleicht autistisch anmutenden Weise überhaupt nicht wahrgenommen hat, blieb Robert Barani letztendlich doch, man kann nicht sagen ein glühender Verehrer, aber doch ein Bewunderer von Freud und hat ihn mehrfach, nachdem er selbst den Nobelpreis bekommen hat, mehrfach für den Nobelpreis vorgeschlagen. Und als Freud dies dann erfahren hat über unterschiedliche Kanäle, hat er sich dennoch eher, sage ich mal, ablehnend und sehr reserviert gegenüber Robert Barani geäußert. Robert Barani träffade Gustav Alexander. War troligen en ren slump. Und er kommt dann letztendlich als Suchender zurück nach Wien und weiß im Grunde genommen noch nicht so recht, für welche Fachrichtung er sich entscheiden soll. Und dann, es ist ein Zufall, trifft er in Wien mit Gustav Alexander zusammen. Und mit Tanke på hur historien kommer att utveckla sig, så är det en väldigt viktig slump. Er kennt auch Gustav Alexander nicht genau. Er kennt ihn wohl von Zeiten der Anatomie her, vermutlich vielleicht auch Studienzeiten. Man trifft sich und es ist eigentlich erstmal ein belangloses Gespräch. Und Gustav Alexander schafft es irgendwie, den Robert Barani dann von der Ontologie zu begeistern. Er erzählt, dass er bei Politzer ist, dass er in der Universitätsohrenklinik arbeitet, wie toll es da ist, was man alles machen kann. Schafft es dann letztendlich, Robert Barani auch von der Ontologie zu begeistern und lädt ihn dann ein, doch mitzukommen mal, sich das anzuschauen, sich selber ein Bild zu machen. Und Robert Barani, der ja ohne großen Plan ist, dann, ja okay, ich komme mit. Det som gjorde Adam Politzers klinik på universitetssjukhuset i Wien till en sån framgångsrik institution, det var ju att de både bedrev forskning, grundforskning, men också var en klinik där sjuka patienter kunde anmäla sig
och ställa sig i kö för att få komma till en läkare. Och det gjorde ju att de forskarna som jobbade där, de fick ju tillfälle att se alla möjliga sjukdomar och tillfälle att operera alla möjliga sjukdomar, att titta in i öron som både var friska och som var sjuka. Und hierarchisch kann man so sagen, dass Robert Baranin natürlich am Anfang ganz unten stand. Ihm übergeordnet Gustav Alexander und noch etwas länger in dieser Ohrenklinik war Heinrich Neumann. Så att jag skulle vilja påstå att när Robert gör sin stora observation, den som gör honom berömd, den här som han kallar den kalorgiska reaktionen, så var det på i första gången på en patient, en person som kom dit och som behövde ha sitt öra utspolat med vatten därför att han hade en vaxpropp. Så enkelt. Och genom att patienten klagade över vattnet är så kallt och jag blir yr i huvudet, så sa Robert åt sin sköterska, vattnet måste vara varmare. Och då sa sköterskan, nej men det är redan varmt. Det ska vara ännu varmare, sa Robert. Och då blev sköterskan lite arg och så gjorde hon riktigt varmt vatten som man spolade in i örat. Och då blev patienten återigen yr i huvudet och klagade. Och då noterade Robert att ögat, rörelsen i ögat var åt andra hållet. Och därmed så upptäckte han då den här effekten som sen har utvecklats till en diagnostikapparat som kan användas och kunde användas väldigt användbart innan man kunde titta in i ögat med hjälp av andra metoder. Bárány Róbert megfigyelte, hogyha a langyosnál melegebb vízzel végezte a fülmosást, akkor a páciensnek egy bizonyos irányú szemtekerezgése, azaz nisztagmusa lépett fel. Azt is észrevette, hogyha hidegebbel csinálta, ugyanúgy létrejött ez a szemmozgás, csak ellenkező irányba. Erről készített statisztikát, ezt rendszerezte, majd az élettani vizsgálatai során arra következtetésre jutott, hogy meleg víz hatására a belső fülben lévő folyadék, az endolimfa fölfelé áramlik. Viszont, hogyha hideggel ingerelte, akkor ugyanez az endolimfa lefelé irányult, és egy ellenkező irányú szemtekerezgést, nisztagmust váltott ki. Ez tulajdonképpen az alapja a bárányféle kalóriás ingerlésnek, melyet a mai napig is használunk a klinikumban, a kétoldali belső fül működése közötti különbség kimutatására. Gjorde Robert så, att när han publicerade sina resultat, så kallade han detta för den kalorgiska reaktionen. Alltså en reaktion som har att göra med att man tar dit värme eller tar ifrån ögat värme. Men väldigt många har sedan uppfattat detta som att Robert påstod sig vara den första som hade sett att ögat rörde sig när man spolar ur ögat med kallt eller varmt vatten. Men det var han inte. Och bland annat så fanns det en ungrare som jag tror hette ungefär Hödges som hade gjort detta. Och han hade sett det, men han hade inte gjort något samband mellan varmt och kallt. Och han hade inte utvecklat detta till en
en analytisk metod, en metod, en diagnostisk metod ska jag kalla det, en diagnostisk metod där man kan diagnostisera olika delar utav de här båggångarna genom att använda rotationer kring olika axlar. Van 1872-től a Kolozsvári Egyetem, ami a fiatal erőknek volt az egyeteme. Ide kerül aztán a báránytörténetbe fontos szerepet játszó Hőgyes Endre élettanász a kísérleteivel, és valójában, amit aztán Bárány megfigyel, Bárány egy metodikát dolgoz ki, és ezért Nobel-díjat kapott, az 1880-as években itt kerül leírásra. Ez az egész problematika, de egy gond van, hogy magyarul. Der ungarische Forscher Endre Hőgyes hätte die Entdeckungen Robert Barans bereits Jahrzehnte vorher gemacht, nämlich etwa 1881. Und man muss sagen, okay, die Forschungen von Endre Hőgyes sind an Tieren in den 1880er Jahren, wurden nur auf Ungarisch veröffentlicht, wo man aber sagen muss, okay, ungarische Texte sind in Wien nicht unzugänglich gewesen. Also es muss durchaus möglich gewesen sein, auch ungarisch veröffentlichte Arbeiten in Wien zu lesen oder sich übersetzen zu lassen. Ob Baran Ungarisch gekannt hat, das ist umstritten, wird eigentlich abgelehnt. Also er soll selbst nicht Ungarisch gekonnt haben. Na most a Hőgyes-féle Kísérlet az elsősorban állatokon bonyolódott le, rossz szóval kifejezve, az nem zárja ki, hogy embereknél is végez vizsgálatokat. Nästan precis samma sak utan att riktigt förstå sambandet och utan att koppla ihop. Men ingen hade gjort detta systematiskt. Att liksom se vad som händer om man har för varmt och för kallt vatten. Es gibt eine Episode, über die Barani schreibt, da waren sie in den Alpen wandern und Alexander konnte nicht weitergehen in der Nacht, es wurde schon dunkel und Barani ging voraus, um eine Lampe zu holen, weil Alexander sagt, es ist ihm zu dunkel, er sieht nichts mehr, er kann nicht mehr weitergehen. Und Robert Barani, was wir ja wissen, er hat ein steifes rechtes Knie aufgrund einer vermutlich Knochentuberkulose als Kind, läuft praktisch zur Gastwirtschaft, holt sich ein Licht, trotz Knochentuberkulose durchgemachte, mit steifem Knie, läuft in der Nacht zurück und sucht den Alexander. Ruft, schreit, findet den Alexander nicht. Man macht sich riesengroße Sorgen, was ist mit dem Alexander passiert? Ist er vielleicht an eine Schlucht gefallen? Was ist los? Ist er verunglückt? Man sucht die ganze Nacht, man findet den Alexander nicht. Dann, am nächsten Morgen, kommt Alexander relativ frisch, ausgeruht wirkend, in diese Gastwirtschaft und sagt, hallo, hier bin ich. Barani baff erstaunt, sagt, hey, wir haben Sie die ganze Nacht gesucht, was ist passiert? Und dann sagte Alexander, es war so eine schöne Sommernacht, ich habe mich zum Schlafen gelegt. Alles, was mich irritiert hat, waren einfach die ganzen Rufe immer, es war so laut, ich konnte kaum schlafen. Das symbolisiert eigentlich die Unfähigkeit dieser zwei Männer, letztendlich zusammenzukommen, obwohl sie es am Anfang versucht haben. Så att jag tror att den här historien, den kan visserligen vara sann, men jag tror inte att det var den historien som gjorde att det blev ett brott i relationen mellan Alexander och Baran. Utan jag tror brottet kom när Baran valde en annan forskare på Politzers klinik och bad Heinrich Neumann att bli Mentor. Wie gesagt, Robert Barani hatte dann das Gefühl, ja, unter den Fittichen von Heinrich Neumann kann meine Karriere ein gutes Fortkommen haben. Och det tror jag är en sån sak som en, alltså Alexander måste ha tyckt var fruktansvärt. Här har man en duktig elev och plötsligt så lämnar han en
och börja hos någon annan. Och det måste han ha uppfattat som en skymf. Robert gjorde ett misstag när han, jag tror det var 1906, beslöt sig för att skriva en monografi över det arbete som pågick på Politzers klinik och speciellt då det arbete som han själv hade varit inblandad i och upptäckten av den kaloriska reaktionen. Ich darf aus den Aufschrieben von Robert Barany vorlesen, der das wie folgt darlegt. Es war eines Tages im Frühjahr 1907, Alexander saß am Tisch des Laboratoriums der Ohrenklinik und ich kam ins Laboratorium. Da sagte Alexander, na, diese Labyrinthgeschichten sind doch ganz hübsch. Ich werde ein Lehrbuch darüber schreiben. Darauf erwiderte ich, das Lehrbuch werden nicht Sie, sondern ich schreiben und verließ das Laboratorium. Ich habe dann auch ohne ein weiteres Wort zu verlieren sofort mit der Niederschrift des Lehrbuchs begonnen und dieses in 14 Tagen vollendet. Einen Tag nach seinem Erscheinen, es war ein Sonntag, rief mich Alexander telefonisch an und sagte mir, von Ihnen ist da ein Pamphlet erschienen, das müssen Sie einstampfen lassen. Ich sagte darauf, ja warum denn, fällt mir ja gar nicht ein. Darauf sagte er, kommen Sie zu mir, ich habe dringend mit Ihnen darüber zu sprechen. Darauf erwiderte ich, ich habe keine Zeit, ich bin eben im Begriff, einen Ausflug zu machen. Darauf sagte er noch, Sie werden es bereuen. Så recenserades den utav Alexander i en örontidskrift i Wien. Och Alexander var otroligt kritisk. Och mest därför att hans eget namn inte nämndes tillräckligt många gånger. Letztendlich meint Barany die Sache nicht anders klären zu können, als einen Schiedsspruch von der Universität zu erwirken. Und als Sachverständiger wird dann eben Josef Breuer benannt. Josef Breuer, wirklich eine sehr integre Persönlichkeit, gleichzeitig aber ein hervorragender praktischer Arzt, ein hervorragender Allgemeinmediziner und aber auch ein Forscher im Bereich Physiologie, insbesondere am Gleichgewichtsorgan. Och jag anser idag att det var ett stort misstag utav Robert att försöka publicera det här samlade resultatet i bokform. Det skulle han inte ha gjort. Dieser Josef Breuer fällt meiner Meinung nach ein sehr salomonisches Urteil. Einerseits nimmt er Gustav Alexander in die Pflicht. Er sagt, hey, so eine Rezension kann man nicht schreiben, die ist viel zu hart. Das ist weitaus überzogen. Auf der anderen Seite nimmt er natürlich auch den Robert Barany in die Pflicht, doch sorgfältiger zu recherchieren und Vorentdecker sorgfältiger zu nennen. Roberts Stellung på Institutionen inte blev sämre utav den här, utan snarare blev bättre, en starkare. Han stod som författare för den här boken som bortsett från Alexanders kritik var alldeles utmärkt. Och ganska snart efteråt så tog han ännu ett steg i den akademiska karriären. Och Politzer lät honom bli anställd. Und als es dann zum Zerwürfnis kam zwischen Gustav Alexander und Robert Barany, musste sich letztendlich Robert Barany an jemand anders orientieren. Er war ja doch ein Neuling und da blieb natürlich letztendlich, wenn man auch überlegt, wer kann etwas, von wem kann ich was lernen, blieb natürlich Heinrich Neumann. Även med den nye mentorn Heinrich Neumann så började det bli en fnugga på tråden. Det började bli lite sämre. Och det har att göra med att Heinrich Neumann tänkte att kanske var han som hade gett Robert idén om
den här undersökningen som slutade med att han med tiden fick Nobelpris. Sådana där saker finns alltid i den akademiska världen. Konflikter av olika slag som finns lite under ytan och ibland så blossar de upp. Men problemet för Robert, det var ju att när första världskriget bröt ut så försvann han från kliniken och var borta i flera år. Och då fanns det ett gyllene tillfälle för båda herrarna, Alexander och Neumann, att låta sina gamla tankar om honom växa upp och ta över handen. 1914 så bröt ju första världskriget ut. Och Robert Baranu var redan krigsplacerad som militärläkare. Så att omedelbart när kriget hade brutit ut, när krigsförklaringen kom, vilket var, om jag minns rätt, i slutet på juli, så skickades han till ett fort som Österrike-Ungern hade i en ort som numera ligger i Polen och som jag har svårt att uttala, men jag kallar det för Premyssel. Man kann sich natürlich vorstellen, dass seine Frau Ida in Wien voller Sorge um ihn war. Also das Przemysl ist erobert worden von den russischen Truppen. Keiner wusste letztendlich, wer hat überlebt, wer hat nicht überlebt. Aber Baranu selber in seinen ganzen Notizen, in seinen ganzen Tagebucheintragungen findet sich eigentlich nichts darüber, dass er in große Sorge war um sein Leben. När det gäller första världskriget, som ju började 1914, så kan man ju säga att det var ett gyllene tillfälle för Robert Baranu att få som militärläkare få gå ut och ta hand om soldater som har blivit skadade. Er hat sich schon auf der Fahrt nach Przemysl hat er schon ein Buch gelesen von Bruns über die Versorgung von Schussverletzungen und hat sich das letztendlich schon ein bisschen in den Kopf gesetzt gehabt. Ich möchte da mal näher hinschauen. Ich als Otologe, für mich ist das Gehirn so das Nächste. Und er hat dann in Przemysl alles dafür getan, dass die Schädel, also die Soldaten mit Schädelschussverletzungen seinem Spital zugeordnet worden sind und ihm vorgestellt worden sind. Na, han kom hem efter kriget. Så skrev han en 40 sidor lång beskrivning av sitt liv under kriget. Och det är där som det bland annat står, det här var den lyckligaste tiden i mitt liv. Dann der lange Gefangenentransport von Robert Baranu dann von Przemysl nach Merv. Man darf nicht vergessen, es ist in Afghanistan, nahezu in Afghanistan. Det kom ett telegram till Merv, den här orten i Turkmenistan där han tillbringade den större delen av sin tid som krigsfånge. Så kom det ett telegram på ryska och i telegrammet så stod det att han hade fått Nobelpriset i fysiologi och medicin för år 1914. Och på något sätt som för mig nu känns väldigt konstigt så kunde han skicka ett telegram tillbaks även fast han var krigsfånge. Och det telegrammet så tackade han så mycket, bad att få hälsa till Karolinska institutet och tacka för priset och säga att han hoppades att det skulle hjälpa honom att snabbt bli fri från krigsfångenskapen. Am 29. Oktober 1915 wird Robert Baranu der Nobelpreis verliehen. Da befindet er sich noch als Kriegsgefangener in dem Lager in Merv und am 4. November schreibt er selbst ein Telegramm an Gunnar Holmgren, wo er sich bedankt für die Verleihung des Nobelpreises. Was die Kommunikation zwischen der Außenwelt und den Lagern betrifft, so waren die Offiziere und Doktoren sehr gut informiert. Sie konnten Telegramme aus Österreich-Ungarn erhalten, ganz frei. Alle Offiziere aus Österreich-Ungarn konnten Telegramme erhalten. Und sie waren auch aus russischen Zeitungen sehr gut informiert. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass Robert Baranu als erster Österreicher den Medizin-Nobelpreis bekommen hat, hat viele Leute in Wien, viele Forscher, viele Wissenschaftler in Wien baff erstaunt.
Sicher gibt es andere Wissenschaftler, die sozusagen aus österreichischer Perspektive den Nobelpreis vielleicht mehr verdient hätten. Nicht unbedingt, also wahrscheinlich hätte man in dieser Zeit nicht gesagt Sigmund Freud, ja, weil man das also nicht so sehr als medizinische Sache begriffen hätte, ja, die Psychoanalyse. Aber es ist zum Beispiel, es sind so Personen wie Clemens von Pirquet und die Entdeckung der Allergie oder der Serumkrankheit oder ähnliche Dinge, die aus österreichischer Perspektive den Nobelpreis durchaus verdient hätten. Barany, relativ jung, noch nicht mal Professor, bekommt für die kalorische Reaktion den Nobelpreis. Da gab es eben den Sigmund Freud. Man kann lapidar sagen, der praktisch jährlich darauf gewartet hat, den Nobelpreis zu bekommen, muss jetzt mit ansehen, Robert Barany bekommt für die kalorische Reaktion den Nobelpreis verliehen. Das, ich weiß nicht, ob es ihn gekränkt hat, aber ich glaube, dass viele letztendlich das in Wien nicht verstanden haben. Soll ihm eigentlich der Titel eines Titularprofessors verliehen werden. Letztendlich keine jetzt allzu große akademische Würde. Eigentlich nach der Habilitation ein normaler Schritt in einer Universitätskarriere. Und nun wird einem Nobelpreisträger diese Ehre versagt. Wiederum wird ihm vorgeworfen, Alexander nicht in ausreichendem Maße zitiert zu haben. Als zweites wird ihm vorgeworfen, dass er eigentlich nicht der Entdecker der kalorischen Reaktion ist, sondern dass vielmehr diese Entdeckung eher Breuer zuzuschreiben ist. Und den Anstoß dazu soll Heinrich Neumann gegeben haben, den er dann auch nicht ausreichend gewürdigt hat. Als drittes wird ihm vorgeworfen, bei seinen Untersuchungen zum Gleichgewicht die Voruntersuchungen und die Resultate von Purkinje nicht ausreichend genannt und zitiert zu haben. Und der vierte Anklagepunkt ist, dass er bei der Demonstration eines Befundes über Gleichgewichtsstörungen, über das Kleinhirn, wo er sehr stark fokussiert auf einen Befund, den Bereich des Wurms des Kleinhirns betrifft, einen Befund in der Hemisphäre des Kleinhirns nicht genannt hat. Man muss dazu sagen, die Nichtverleihung der Professur an Robert Baran ist in der Wiener Presse 1916 auf 17 sehr heftig kritisiert worden. Und der entsprechende Akt im Universitätsarchiv ist nicht vorhanden. Das heißt, wir können über die internen Vorgänge der Universität in dieser Frage nur indirekt Aussagen treffen. Det är väl ganska klart att det är två utav kollegorna till Robert Barany på Adam Pollitzers klinik som har startat den här utredningen. Och man kan gissa sig till att det är Gustav Alexander som ligger i, som den som startade hela, men att han också får en viss draghjälp utav Heinrich Neumann. Alexander och Barany hade ju haft en stor fejd i början på 1900-talet när Barany gav ut en monografi som inte tog tillräcklig hänsyn till vad Alexander hade gjort. Och det finns kvar nu. Det problemet tas upp på nytt. 10 år efter att det egentligen var avslutat så tas samma sak om igen. Dessutom så tar man upp från Neumanns sida att Neumann tänker att det kanske var jag som gav honom idén till hans upptäckt. Man kan ju säga att varje gång som en person med judisk bakgrund blev utsatt för någonting obehagligt i Österrike eller Tyskland vid den här tiden så kommer frågan upp, var det antisemitism? Och det är klart, alldeles klart, att många av professorerna på medicinska fakulteten
hade åsikter om judar. Och man kan kalla det för en typ av antisemitism. Men när man tittar på vilka som troligtvis startade den här processen, nämligen Alexander och Neumann, så är alltså det lite speciella att Neumann är ju också av judisk bakgrund. Så att Neumann kan man ju inte gärna tro att han gör det av antisemitiska skäl. Det som är intressant tycker jag med Neumann, det är att när den här processen sen fortsätter i universitetets styrelse, då tar Neumann tillbaka sin kritik. Då försvinner den. Es gipfelt sogar darin, dass 1919 der Vorsitzende der ersten Kommission, Professor Tandler, eigentlich ein Anatom, sich eigentlich mit dem Nobelpreiskomitee anlegt. Das heißt, Tandler ist gebeten worden, vom Nobelpreiskomitee eine Eingabe zu machen, wer könnte denn jetzt in Zukunft den Nobelpreis verdient haben, machen Sie doch einen Vorschlag. Und relativ brüsk und mit relativ harschen Worten lehnt Tandler es ab, einen Vorschlag zu machen, weil er letztendlich die Arbeit des Nobelpreiskomitees entwertet. Weil er sagt, Sie haben dem Robert Barani diese Nobelpreiswürde zuerkannt, ich kann eigentlich das Nobelpreiskomitee nicht ernst nehmen, ich will eigentlich keinen Vorschlag machen. Nobelkomiteen består av 5 ordinarie medlemmar och sekreteraren. Men för varje år så adjungeras ytterligare 12 experter till kommittén för att arbeta med alla de nomineringar som har kommit in. Men vi har inte ett formellt samarbete med organisationer. Våra utvärderingar gör vi som individer, som vetenskapare, och vi ber experter runt om i världen att hjälpa oss med bedömningen. Inte organisationer, men framstående individer. Nobelkommitténs och Nobelförsamlingens beslut är slutgiltigt. Vi ändrar aldrig ett beslut, även om en organisation någonstans i världen skulle tycka att vi har gjort fel. Med de flesta Nobelpris finns det någon som tycker att det var fel, och vi är vana vid att bli kritiserade. Vi välkomnar debatt om Nobelpriserna, men vi ändrar inte på grund av kritik. När man tittar på den här flytten från Wien till Uppsala, som en del kallar flykten och inte flytten, så skulle jag inte vilja uppfatta det på det sättet, utan jag uppfattade faktiskt som att Robert Barani tackar sin välgörare Gunnar Holmgren genom att flytta till Uppsala. Och vad han gör då är, kan man säga, det tredje stora misstaget. Det första misstaget var monografin och striden med Alexander. Det andra misstaget var namnet på den kaloriska reaktionen, den som gjorde att alla blev avundsjuka på honom. Och det tredje var att han flyttade till Uppsala innan han hade försvarat sin akademiska ära. Hade han stannat kvar i Wien, så är jag övertygad om att han efter ett antal upprepade attacker på Wiens universitet, så hade han rentvått sitt namn. Och då hade inte den här historien varit annat än just historia. Och inte varit någonting som sitter som en liten lapp kring halsen på alla släktingar till Robert Barani. Detta är den första öronkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Medicinska fakulteten köpte det här huset som låg alldeles intill Akademiska sjukhuset. Det var ursprungligen ett allmänt badhus. Det gjordes nu om till öronklinik på bottenvåningen och barnklinik på övervåningen. Och här var Robert Barani mellan åren 1917 och 1926. Det sistnämnda året fick han flytta upp till sjukhuset till nya moderna lokaler.
Det blir typiska salar, tre stycken salar. Va? Mm. Örnäs och halsverksamhet. Mm. Och jag tror det är en väldigt viktig verksamhet för att det har haft betydelse för att rädda livet på mm. väldigt många. Mm. Och jag kan tänka mig att många av de här sängarna utnyttjas för kirurgi mm. utav det här området. För annars hade ju patienterna dött mm. om de inte hade blivit opererade. Mm. Så att det är ett fascinerande område det här. Den här hemliga processen i Wien som påstod att Robert hade gjort vissa misstag, att han aldrig blev rentvård från dem. Det var någonting som han hade helt möjligt att sluta tänka på. Det förekom ständigt i hans tankar och i hans drömmar. Och detta pågick i åratal efter att den här händelsen inträffade. Och diese ganze Geschichte hat ihn auch in seinen Träumen verfolgt, ja? Es gibt einen Aufschrieb von ihm, ich denke, es ist aus 1926, wo er schreibt, er hat einen Traum gehabt und der Traum endet da damit, dass er den Neumann nochmal fragt, wer ist eigentlich der Verursacher dieser ganzen Geschichte? Warum ist das passiert? Also die Hauptperson in der Anklage gegen Robert Baran ist eine Person, die im Hintergrund bleibt, nämlich Alexander Spitzer. Das ist ein Anatom, über dessen Beziehung etwa zu Gustav Alexander ich im Moment nichts weiß. Alexander Spitzer ist der Assistent von Julius Tandler. Julius Tandler wieder erhebt die Hauptvorwürfe in der Kommission gegen Robert Baran. Und derjenige, der ihm das Material liefert, ist Spitzer. Wobei man dazu sagen muss, Spitzer hat über Jahre hindurch privat Material gegen Baran gesammelt. Es ist sogar so, dass Spitzer sagt, er kenne Baran aus privaten Kontakten und Bekannte oder Freunde Barans hätten ihm dessen üble Praktiken gesteckt. Ja? Es ist so, wie, so jemand, der also aus privaten Gründen wissenschaftlichen Betrug aufdecken will, so wie wir das auch heute kennen. Und Spitzer wird wieder von dem Rechtsanwalt von Baran als einseitiger Belastungszeuge, als vorurteilsbehafteter Ankläger dargestellt und als sozusagen Sachverständiger der Kommission abgelehnt, was aber die Kommission nie akzeptiert. Ja? Alexander Spitzer bleibt der Sachverständige der Kommission, der sachverständige Zeuge für die Kommission bis zuletzt. Ebben inkább a szakmai féltékenység. Hiába zsidó származású a vizsgálatban résztvevőknek a nem túlnyomó, de jelentős része. Itt a szakmai féltékenység. Emberből van mindenki. Ez olyan, mint amikor a gyerekek összeverekednek az iskola udvaron, hogy kicsi a rakás, nagyot kíván. Bennem mindig ez az érzés, hogy van egy pofa, aki pórul járt. Robert Barany selbst stirbt 1936, kurz vor seinem 60. Geburtstag, vermutlich an einem Schlaganfall. Robert Barany hat in den letzten Jahren unter starkem Bluthochdruck gelitten, hatte auch immer wieder dann Skotome, sieht auf den Bildern auch deutlich vorgealtert aus. Und da man wusste um sein Schicksal, haben sich Freunde von ihm und verdiente Wissenschaftler schon relativ früh an seinem Krankenbett versammelt, um dann letztendlich eine Barany-Jubiläumsmedaille zu stiften. Und begraben ist Robert Barany am Norra Kyrkogården in Stockholm. Och det faktum att han lämnade Wiens universitet
och kom till Uppsala och aldrig blev helt rentvådd från de anklagelser som framfördes i Wien. Och då kan man ju säga till mig, ja men tänk om man hade stannat i Wien, ja då hade jag aldrig fötts. Då hade jag inte kunnat sitta här och säga de här sakerna. Så jag måste ju ändå säga att det var bra att han flyttade till Uppsala.